Heute in meiner Werkstatt-Ecke, ganz toller Besuch. Ich habe mich so auf dich gefreut, Katrin. Katrin Rode. Ich habe hier diese kleine Wohnzimmerecke eingerichtet und ich dachte, da muss doch auch mal jemand sitzen, der was zu erzählen hat. Und in diesem doch prall gefüllten Regal steht ein Buch. Das habe ich vor Jahren gelesen. Inzwischen ist es ganz schön zerblättert und darin ist ein Papier eingelegt, das ich gerne mal mit mir nehme, wenn ich irgendwo für Charity unterwegs bin. Denn darum geht es heute ein bisschen, um diese tolle Frau, um dieses Buch und aber auch um das, was man hier auf diesem Zettel so erkennt. Hi Katrin. Hallo. So, grüß dich. Fangen wir mal von vorne an, für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich eigentlich rede. Katrin ist vor vielen, vielen, vielen Jahren, wie viele Jahre waren es, weißt du es noch? Oh, vor 32 habe ich mal so angefangen, aber umgezogen bin ich vor 25, 26 Jahren. Ja, hat sie beschlossen, in Deutschland mal alles aufzugeben, was sie da vorher hatte. Und das Leben war auch nicht so richtig schlecht. Du hast da mit Büchern gehandelt. Oh, ich hatte 3 Motorräder, ja. Auch? Okay. Festhalten, ja. Also alles, komplette Leben weg. Und dann bist du nach Afrika gegangen, in das schöne Land Burkina Faso. Hier für alle die Karte von Afrika, damit ihr überhaupt mitreden könnt und wisst, um welches ja wirklich kleine Land es in diesem Fall geht. Und Katrin, ich glaube, den Rest, den kannst du eigentlich am besten selbst erzählen, oder? Ja, Burkina Faso ist natürlich ein kleines Land und es ist immer so das dritt- oder viertärmste Land der Welt. Wir liegen in der Sahelzone, das heißt, wir haben 9 Monate überhaupt gar keinen Regen und 3 Monate ganz doll Regen. Mhm. Was in den 9 Monaten ganz gut ist, du kannst immer eine Gartenparty machen und bist sicher, dass es die dir nicht verrichtet. Aber leider ist es so heiß wiederum, dass es im Mai bis 48, 50 Grad sein können. Und wir liegen in der Sahelzone am Rand der Sahara. Es gibt ganz dolle Staubwinde und natürlich Winde, die auch alle Krankheiten mit sich tragen. Das bedeutet, dass dieses Land, warum auch so arm ist, weil es so viele kranke und frühe tote Menschen gibt. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Jedes fünfte Kind, so viel. Ja, jedes fünfte Kind erreicht nur das 6. Lebensjahr überhaupt. Okay. Ja. Das liegt daran, dass es natürlich gar keine Krankenversicherung gibt erstmal. Das heißt, die armen Menschen und der Großteil dieser Bevölkerung ist sehr arm. Die haben nicht mal eine Paracetamol für ihr Baby. Ja. Du kannst, also das erlebe ich häufig. Ich stehe in der Apotheke und vor mir eine Frau mit ihrem kleinen Kind hier. Und dann gibt sie ihr Rezept drüber und der Apotheker sagt meinetwegen 2,50 Euro. Dann macht sie ihren kleinen Knoten, den sie hat im Rock, im Knoten werden diese Gelder getragen. Dann macht sie den Knoten auf und da drin sind 25 Cent. Und dann geht sie raus, setzt sich vor die Apotheke und wartet, bis das Kind stirbt. Ja. Ja. Weil sie einfach auch nicht das Durchsetzungsvermögen hat und brüllt, Hilfe, mein Kind stirbt. Oder das tut man nicht. Als Frau in Afrika ist man, in diesem Teil Afrikas ist man immer noch sehr, man hat immer das getan, was die Mutter sagt, der Vater sagt, der Ehemann sagt. Das heißt, einen eigenen Entschluss zu treffen, das ist sehr schwer als Frau. Das heißt, da bist du eigentlich genau richtig gekommen als Deutsche, die auch mal die Ärmel hochgekrempelt hat, gesagt hat, so Leute, jetzt wird hier angepackt. Vielleicht für alle, die schon lange kein Buch mehr gelesen haben und mal was wirklich Spannendes brauchen, holt euch das. Ich verspreche euch, das ist nach einer Woche durchgelesen, vielleicht auch nach ein paar Tagen, je nachdem. Ich habe es auch ganz kurz und schnell geschrieben. Ich habe es innerhalb von 6 Wochen geschrieben. Ich bekam nämlich damals ein deutsches Bundesverdienstkreuz und daraufhin wurde ich eingeladen von Herrn Biolek in die Talkshow. Und daraufhin kriegte ich ein Angebot von 6 verschiedenen Verlagen, ein Buch zu schreiben. Buch schreiben, wie sollte ich denn in meine Zeit, ich habe ja überhaupt keine Zeit, ich hatte schon damals über 100 Waisenkinder und Projekte und wusste gar nicht, wie ich das machen sollte. Aber der Verleger sagte mir, nein, nein, das kannst du, du kannst so gut erzählen, du kannst auch schreiben. Und bin ich zurück nach Afrika geflogen und bin 3 Tage lang immer um mein kleines Haus rumgerannt, habe 40 Zigaretten geraucht und 3 Tafeln Schokolade gegessen, die immer in der Hand schmolzen. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben und habe gesagt, nee, es tut mir leid, den Vorschuss gebe ich Ihnen zurück, ich kann kein Buch schreiben. Und er hat mir zurückgeschrieben und hat gesagt, liebe Frau Rode, fangen Sie einfach an. Und dann habe ich angefangen, morgens immer so um 3 oder 4 und habe bis um 7 Uhr morgens geschrieben, weil dann musste ich ja auch ins Waisenhaus und was tun und so. Und den Rest dann abends und innerhalb von 6 Wochen war es fertig. Es erzählt sowohl meine Geschichte, aber ich wollte mich damit nicht so im Vordergrund spielen. Es erzählt vor allen Dingen 12 Geschichten von Kindern in Afrika und ihrer Jugend und warum es so schwer ist, als Waisenkind zu überleben in einem so harten Land. Es ist ein Buch, das einen Mut macht, das auch Stärke zeigt und das auch zeigt, dass es in Deutschland
durchaus arme Menschen gibt. Die lerne ich auch in meinen Sendungen immer wieder kennen. Aber dass es eben Länder gibt, in denen es nochmal viel mehr zu kämpfen gibt, in denen man eben keine medizinische Unterstützung hat. Genau. Du hast ja dann damals beschlossen, du hilfst jetzt dort, du lebst dort oder fängst dort ein neues oder weiteres Leben an. Und hast ja dann eine Müllkippe bekommen, auf der du dann was aufbauen durftest. Ja. Ne? Ich habe hier in Deutschland alles verkauft, was ich hatte. So Buchhandlung, Haus, meine Motorräder und all diese Sachen. Das fiel mir mit am schwersten übrigens. Und dann habe ich da angefangen und habe einen Antrag gestellt bei der Stadt, dass ich bitte ein Terrain haben wollte, worauf ich ein Waisenhaus bauen konnte. Und das hat wahnsinnig lange gedauert. Die haben mir am Ende eine Müllkippe gegeben und das war auch knallhart, weil die Müllkippe ungefähr 3 bis 4 Meter tief zum Ausgraben war, sodass ich das halbe Quartier angestellt habe an jungen Männern, die dann alle mit ausgegraben haben. Aber das hat die Kosten natürlich auch etwas erhöht. Ja. Das heißt, du hast damals schon Spenden erhalten für dein damals ja noch relativ kleines Projekt im Vergleich zu heute? Ganz winzig. Ich hatte nicht geplant, dass das so wird, wie es heute ist. Heute sieht es ganz anders aus. Heute habe ich 150 Mitarbeiter und wir haben 7 Projekte, verschiedene Projekte, die aber alle Armutshilfsprojekte sind und sämtliches darauf abzielen, Selbsthilfe. Zur Selbsthilfe geht das Ganze hin. Also ich versuche so viel Vertrauen in meine Kinder und alle meine Menschen da zu setzen, dass sie selber was anfangen können. Und das ist das Allerwichtigste natürlich in Afrika, die Chance haben. Ja. Wir sind nicht so ein Verein, der rumbettelt und sagt, hier, gib uns mal, wir haben nichts zu essen. Das tun wir nicht. Deswegen finde ich den Verein schon auch so toll. Ja. Ja. Nee, wir sind ganz und gar auf Zukunft aus und darauf, dass Afrika den Afrikanern gehört. Das ist mir am allerwichtigsten und das habe ich Gott sei Dank beweisen können, denn nächstes Jahr existiert dieses ganze Projekt AMPO in Ouagadougou 25 Jahre lang und es ist seit 1,5 Jahren ganz und gar in den Händen von Afrikanern. Früher war ich ja noch die Direktorin, bin ich nicht mehr. Okay. Wir haben 10 Jahre lang geübt mit allen Direktoren, die nur gemeinsam Entschlüsse treffen. Die sitzen an einem Tisch und egal um was es geht, die stehen nicht auf, bevor sie nicht alle eine Meinung haben. Da kann es um die Psyche eines Kindes gehen oder die Anschaffung eines Autos oder wo repariert werden muss oder was auch immer, Speiseplan der Kinder. Es wird alles gemeinsam beschlossen. Niemand kann sich da ausschließen und das ist große Klasse. Das heißt, du hast dann, während dieses Projekt lief, beschlossen, irgendwann ziehe ich mich da wieder raus, überlasse ihn dann vor Ort, ne, selber, was du da geschaffen hast und hast dir dann aber auch selber die Leute gesucht, die dann die einzelnen Bereiche betreuen. Und habe ein Riesenglück gehabt, habe tolle Projektleiter in den verschiedenen Projekten. Die Direktoren sind zum Teil Soziologen, Psychologen, Ärzte, all solche Dinge. Und sind wirklich sehr ernsthaft dabei zu beweisen, dass Afrika es alleine kann. Ja. Und das war mein ganzes Wollen in diesen 25 Jahren, aufzuzeigen, dass wir nicht nötig sind. Ja. Jeder Eingriff eigentlich aus Europa ist schon zu viel, sehe ich so. Nach diesen vielen Jahren der Entwicklungshilfe muss ich sagen, dass die normale Entwicklungshilfe mir ganz und gar nicht passt. Mhm. Wir brauchen kein Geld, was irgendwo versickert und nicht kontrolliert wird. Das finde ich also das Allerletzte. Für uns wäre das Allerwichtigste, zum Beispiel in Burkina Faso 10.000 Leute zu kriegen, die uns ausbilden. Wir brauchen richtig gute Maurer, die mal wissen, wie man eine Ecke mauert. Ja? Wir brauchen Verwaltungsleute, wir brauchen Bürohilfen, wir brauchen Menschen, die uns zeigen, wie das tägliche Leben wirklich geht. Es gibt etliche Berufe, die sind toll, also zum Beispiel Schneider. Wir bilden Schneiderinnen aus. Die haben fast alle schon ihre eigenen Ateliers, ja. Und das ist so toll zu sehen, wie die durchkommen mit so einer kleinen Maschine und wie sie ihr kleines Leben so einrichten. Aber wir haben natürlich auch gerade unter den Waisenkindern sehr viele, die schon studieren oder schon fertig sind. Oder wir haben zum Beispiel ungefähr, ich glaube, 50 Hebammen und 150 Krankenschwestern und Krankenpfleger. Wir haben Optiker, wir haben alle die, die fertig sind, werden noch 3 bis 4 Jahre, wenn sie draußen sind mit 19, weiter unterstützt von uns, von einem Komitee wieder, was aus Psychologen und Erziehern besteht. Und was dann, jeden Monat werden die überprüft, wo die schlafen, gehen die auch zur Arbeit, gehen sie zur Uni,
Besuchen Sie die Modeschule? Sind Sie in der Kochschule zusätzlich zum Köchinnenausbildung, zur Köchinnenausbildung? Also es wird alles kontrolliert. Aber diese Kinder kriegen noch, wenn sie draußen sind, 3 bis 4 Jahre, eben je nachdem, wie lange die Ausbildung dauert, alles. Essensgeld, Klamotte, medizinische Versorgung. Also man gibt den Kindern dann einen Schubs, dass sie dann aber in die Selbstständigkeit finden. Ja, ganz aber genau. Aber eben auch nicht einfach nur mitnehmen und das war's dann, sondern nee. Eben auch nehmen und geben letztendlich ja, wieder. Ja, also das verlange ich auch, das leben wir unseren Kindern vor. Das ist ganz entscheidend, was man Kindern ja vorlebt. Darum denke ich so oft in Europa hier, Mensch, 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 Eltern, reißt euch mal ein bisschen zusammen, ja? Seid mal streng, seid mal konsequent in jeder Form. Und das finde ich hier so oft ist nicht der Fall, leider. Ja, heute werden die Kinder halt leider sehr oft vor den Fernseher gesetzt und das war's dann. Hauptsache, es ist ruhig. Was sehr schade ist, ich liebe das Handwerk. Ich denke, das weiß jeder da draußen. Ja. Und von dem her liebe ich auch dieses Projekt, denn es gibt eine Schneiderei, es gibt eine Gärtnerei, ja, Waisenhäuser hast du ja schon erwähnt, ein Haus für Frauen, die schwanger sind. Seifenmacherei, also was Handwerk angeht, nicht nur Schneider. Natürlich lernen viele unserer Jungs Mechaniker oder zum Beispiel Polsterer für Autos und Polsterer überhaupt oder solche Sachen. Das kann ja nicht jeder studieren. Ich finde es also super toll, wie das Handwerk bei uns läuft, nur gibt es eben keine duale Ausbildung oder kaum noch. Und das wäre was, was der deutsche Staat doch bitte als echte Geschichte angehen sollte, duale Ausbildung zu fördern mit Berufsschulen, wo die Kinder eine richtige Elektrikerausbildung machen können und eine richtige Glaserausbildung und solche Sachen. Einfache Dinge möchten wir. Also auch als Hilfsprojekt in Afrika. Ja, bitte. 10 Schulen für duale Ausbildung. Das wünschen wir uns. Okay. Ja. Das heißt, wenn ihr Maurer seid oder Handwerker und einfach mal Zeit in Afrika verbringen wollt, dann könnt ihr tatsächlich aktiv helfen. Ja. Oder sehr gut mit Händen und Füßen sprechen seid, das hilft dann auch. Vielleicht lernt ihr auch sogar ein bisschen Französisch da unten. Dann kann man auch mal runterkommen und sein Handwerk mitbringen. Und natürlich, wir freuen uns unglaublich darüber. Ja. Wir haben ein eigenes Restaurant und eigene Gästezimmer. Das heißt, unsere Mädchen, die nicht ganz so begabt sind, die lernen zum Beispiel sowas wie Hausgehilfen. Die können zum Beispiel bei uns lernen, dass man einen Computer nicht mit Omo wäscht. Ja. Und wie man ein Bett bezieht, das ist ja ganz schön schwierig für einen Afrikaner. Die meisten sind in der Hütte geboren. Ja. Wie beziehe ich ein Bett? Was ist überhaupt ein Kopfkissen? Ja, diese ganzen die Dinge sind unbekannt. Die schlafen auf dem Boden normalerweise. Ja, klar. Okay. Und die müssen bei uns, glaube ich, 10 afrikanische und 10 europäische Gerichte kochen können, diese Mädchen. Und können natürlich alle schon gut Kinderpflege, denn wir haben ja auch Babys bei uns. Das heißt, ein Mädchen, was von uns vermittelt wird nach einer internen Prüfung als Hausgehilfin, die kann bügeln, die kann einkaufen, die kann abrechnen ihren Einkauf, die kann kochen, die kann nach den Kindern gucken und sauber machen. Das such mal. Und weil wir ihnen eben gut alles vorleben, liebe gerade, klauen die eben auch nicht. Ja. Und das sind alles Dinge, die wichtig sind, wenn man ein Hausmädchen einstellt. Und dann gibt es noch ein Herzensprojekt von mir, die Rollstuhlwerkstatt. Ja. Und die liebe ich besonders, denn man schmeißt nicht einfach Rollstühle aus Deutschland darüber. Nein, ja. Weißt du, wie toll das in dieser Werkstatt ist? Da arbeiten, ich glaube, 8 behinderte Männer. Alles Männer. Alle haben entweder keine Beine oder nur eins oder irgendwie so. Und der Chef von dieser Behindertenwerkstatt, der heißt Eduard, mit dem arbeite ich schon seit 20 Jahren zusammen. Der ist wunderschön. Der hat schon mal die Olympics gewonnen im Schnelldreiradfahren. Das sind ja ganz besondere Dinger. Hier weißt sieht du, so man niedrig. Glaube ich, so ein ja, bisschen. Das ist Eduard. Aber die sind ja unglaublich. Weißt du, hast du das schon mal gesehen? Die liegen ja so ganz niedrig und sind ganz lang, diese Schnellfahrt. Man kennt es bei uns eigentlich auch in einer sehr modernen Version. Man hat einen Stuhl und vorne an dem Stuhl ist ein Teil des Fahrrads angebracht. Genau, und da kann man sich schön selber voranbewegen, weil in einem normalen Rollstuhl, dort gibt es jetzt nicht so viel geteerte Straßen, würde man wahrscheinlich nach vorne rausfallen und das war's dann. Diese normalen, die sind nur da für Kinder oder für ganz alte Leute bei uns. Aber diese, die werden bei uns nach Maß gemacht. Da kann also eine Frau, die doppelt so dick ist wie ich, die kriegt einen nach Maß. Oder du hast ein kleines Kind, dann hast du einen Kindersitz daneben. Und das Tollste, was wir haben, ist ein Rollstuhl für Kinder,
der mit weniger Übersetzung läuft, damit es leichter ist. Und da gibt es vorne eine große Schraube, das kannst du abschrauben und dann kann das Kind wie alle anderen Kinder an einer Bank sitzen, einem Tisch sitzen, muss nicht irgendwo ausgesortiert sitzen, weißt du, das ist ja so wichtig für Behinderte. Ich will so sein wie alle. Und die sitzen dann da mit an den Tischen. Das ist einfach großartig. Jedes Mal, wenn wir diese Rollstühle vergeben, vergeben wir auch Schulgeld mit. Schulgeld ist das teuerste. Ja, um Geld geht es heute natürlich schon auch, denn ihr seid schon auch auf Spenden angewiesen, auch aus Deutschland. Die ganze Welt macht mit mittlerweile. Du bist ja nicht nur in Deutschland bekannt, sondern in bunter Hund inzwischen. Das stimmt, wir haben Vereine auch in Dänemark, in der Schweiz, in England und so. Aber ein ganz besonderer Verein und der, der mir besonders am Herzen liegt, das ist der hier in Berlin. Und der heißt Freunde für Ampo. Das ist unsere liebe Freundin Ute Krüger, die den ganz alleine stemmt. Und ich bitte ja also alle Berliner vor allen Dingen, sich da einfach mal hinzuwenden. Die Telefonnummer ist... Wird alles eingeblendet, da kann man mal nachlesen. Ich sehe gerade, hier ist auch unsere in Burkina. Das ist ja toll. Erreicht man da dich oder mit wem spricht man da, wenn man da anruft? Erstmal wahrscheinlich mit unserer deutschsprachigen Sekretärin. Das sind auch Nummern, die man gerne mal kontaktieren darf. E-Mail-Adressen gibt es auch, falls man eben Fragen hat, falls man unterstützen möchte, falls man die ganze Sache super spannend findet und denkt, ich habe eine Idee, irgendwie kann man da mithelfen. Ja, ne? Genau. Du hast dich wahrscheinlich auch verändert in der Zeit, oder? Von Deutschland nach Afrika. Was ist da das Beste, was du mitgenommen hast aus der Zeit oder was, womit du vielleicht früher gar nicht gerechnet hättest? Super, gute Frage. Das hat mich überhaupt noch nie jemand gefragt. Du bist wirklich gut, Nina. Warte mal. Also das Beste, was ich in Afrika gelernt habe, ist eine Form von Gelassenheit und eine sehr starke, wie soll ich das sagen, eine innere Aufmerksamkeit für Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir. Ich kann also meinetwegen mein Mann am Steuer und wir fahren abends irgendwo hin und ich sage, du musst mal eben umdrehen. Und er kennt das ja schon, er sagt nichts, er dreht einfach um. Und dann habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und dann dreht er um und dann finde ich hinterm Baum eine Frau, die eben ein Baby gekriegt hat, noch nicht mal abgenabelt oder so. Oh, wow. Oder ich sage, ich muss mal eben vor die Tür gehen und ich gehe vor die Tür und da sitzen sowieso schon 4 oder 5 Frauen, die irgendwie was Dringendes haben an Problemen. Und eins davon hat ein Baby auf dem Arm, wo ich sage, das Baby ist, Moment mal, sofort in die Klinik oder so. Ich weiß es nicht, es ist so eine Art von innerer Aufmerksamkeit für Menschen, die eben sich selber nicht ausdrücken können. Aber das ist nicht mein Können oder sowas, das hat was mit Gott zu tun, der mir einfach dieses Gefühl gibt. Und dann, dem muss ich dann nachgehen. Also das ist was ich von Afrika gelernt habe, eine Gelassenheit, wenn man sonst nämlich immer rumspringt gleich, wenn was nicht klappt und ganz oft klappt was nicht. Wenn du Häuser baust oder so, kannst du dir das vorstellen. Hier ist es schon ein Drama, aber mach das mal mit 20 verschiedenen Handwerkern. Wie sind denn Häuser dort gebaut? Wie kann man sich das vorstellen? Nachdem, du kannst sie aus Lehm bauen, was sehr schön ist, aber inzwischen musst du sie verstärken wegen der ganzen Umweltgeschichten mit Zement. Aber trotzdem ist es immer noch wunderbar kühl da drin und wenn du sie dann mit Stroh deckst, ist es natürlich die beste normale Absicherung gegen Hitze. Und ansonsten bauen wir mit Steinen, die aus dem Boden geschnitten sind. Das sind so rote Steine, die sind auch noch sehr gut gegen Hitze. Und wenn gar nichts anderes geht, auch mit Zement. Das kommt drauf an. Wie hältst du das eigentlich aus, Thema Hitze? Über 40 Grad? Erstmal flüchte ich, wenn es ganz schlimm wird nachher. Spätestens im April, Mai bin ich weg. März, April, Mai, flüchte ich nach Deutschland, da habe ich dann den schönen Raps und den Flieder. Während in Afrika, dann ist es wirklich hart, dann sind es 48, 50 Grad. Dann musst du tatsächlich deinen Tag völlig umstellen, morgens um 4 aufstehen, so viel wie möglich erledigen, ins Büro und um 9 oder 10 fährst du wieder nach Hause. Dann geht gar nichts mehr. Wenn du dann eine kleine Klimaanlage hast, ist es gut. Ich habe aber Jahrzehnte gar keine gehabt. Fenster auf oder Fahrrad fahren. So, die Luft ist da. Das ist schon wirklich hart. Ist aber auch heißer Föhn dann wahrscheinlich. Ne? Und dann musst du einfach dich hinlegen, wo gar nichts geht mehr. Und dann fängst du um 17 Uhr wieder an und arbeitest bis spät. Das geht auch. Gibt es einen Monat, der besonders gut ist? Ja, jetzt ist es schön. Also jetzt November, Dezember, Januar, Februar. Diese 4 Monate sind angenehm. So mit nachts vielleicht 18, 19 Grad. Das ist für uns sehr kalt. Wir tragen dann Pullover, Mützen, Handschuhe. Aber
wenn du von 50 runterkommst, ist ja, das ist ja auch kühl. Mhm. Aber ansonsten sind das angenehme, kühlere Monate. Ja, okay. Da kommt der meiste Besuch. Da gibt es am wenigsten Moskitos auch, wegen Malaria. Mhm. Und Weihnachten ist natürlich die Riesenfete bei uns. Ich soll vielleicht noch erwähnen, dass wir einer der wenigen Länder sind, in denen sich die Religionen sehr gut vertragen. Mhm. Also es gibt Heiraten, man treibt Geschäfte untereinander. Es ist, mehrere muslimische Mädchen von uns gehen auf katholische Schulen, weil einfach der Unterricht besser ist. Also es ist, man sieht das völlig gelassen. So ein für sich entscheiden, aber man muss es nicht immer als Aushängeschild benutzen. Ja, und es ist auch so offen. Also ich selber bin auch Muslimin und trage aber im normalen Leben gar keinen Schleier, nur wenn ich in die Moschee gehe. Mhm. Und sonntagmorgens, das ist die einzige Zeit, wo mein Mann mir das noch erlaubt, weil unser Verkehr so tödlich ist, darf ich seine Harley nehmen. Und dann fahre ich morgens um 6, 7 mit seiner Harley durch die Stadt. Und da fahre ich ja an vielen Moscheen vorbei. Und das ist die Uhrzeit, wo dann 7, 8 Imame sitzen dann vor dem Tor der Moschee und lesen Koran oder sowas. Und die Straßen sind leer. Und dann hören sie mich von Weitem kommen. Und dann gucken sie hoch und dann sagen sie, hallo, du bist es. Oh, du siehst so schön aus auf deinem Motorrad. Toll. Das sollst du mal machen in einem arabischen Land oder irgendwo anders. Die waren ja gesteinigt, die armen Frauen. Mhm. Und bei uns wird das beklatscht und schön gefunden. Weil man eben offen ist einfach. Ja. Okay. Also auch sehr viele positive Dinge, die man mitgenommen hat, man sich eben getraut hat, mal dieses eigene Umfeld zu verlassen. In dem Fall war es für dich Deutschland, in die große, weite Welt hinauszugehen, dort viel zu bewegen. Gibt es denn auch was in den 10 Jahren nicht so schön war oder was dich heute noch bewegt? Ich habe schon viele durchweinte Nächte, auch wo ich dachte, ich schaff's nicht. Aber ich habe es ja Gott sei Dank gekonnt. Was mich traurig macht, ist, ich wollte eigentlich, jetzt bin ich 70, ich wollte eigentlich gütig werden, wenn ich alt werde. Aber das klappt nicht, weil ich so voller Wut bin, weil das nämlich nicht klappt mit der Entwicklungshilfe, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Denn ich weiß gar nicht, was wir entwickeln sollen. Sie sollen sich entwickeln, die Afrikaner selber, ja. Und dazu brauchen sie nur einen Anschub, aber nicht, sie sollen nicht von draußen gesagt bekommen, was sie tun sollen. Das müssen sie einfach selber entscheiden. Und so viel Respekt und Achtung muss sein vor Menschen, denke ich. Und das ist das, was mich innerlich wütend macht. Also da sind wir wieder bei Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Das heißt, alle da draußen können mithelfen, dass Katrin zukünftig weniger wütend ist, indem man vielleicht ein bisschen gibt. Sein Handwerk mit nach Afrika trägt. Spenden werden natürlich auch immer gerne genommen. Gerade natürlich. Für die Krankenhäuser braucht ihr auch Geld. Für die Krankenhäuser brauchen wir Geld. Wir bräuchten ein neues Auto zum Beispiel. Wir brauchen ganz viele Rollstühle. Ein Rollstuhl kostet 250 Euro, sage ich also mal. Also keine Rollstühle aus Deutschland, sondern Rollstühle, die dort selber gebaut werden. Und ich verspreche, ich komme runter, ich möchte mal eine Woche dort mitschrauben. Das ich möchte diese Werkstatt kennenlernen. Ich sehe dich schon mit der Schweißer. Da packe ich meine letzten 3 Wörter Französisch aus, so viel kann ich noch. Kein Problem. Pneu. Hauptsache, du kannst ein bisschen schweißen. Ja, dann bist du richtig. Altes Gerät habe ich schon noch rumstehen, da übe ich vorher nochmal. Ja, genau, üb mal ein bisschen. Aber wir haben schon neuere, also wir sind schon gut davor. Super. Und wenn da jemand mitkommen möchte, dann komm mit. Ja, schraub doch mal mit mir eine Woche in Afrika, das war doch mal was. Es ist ja gar nicht so weit weg. Guck mal, von Brüssel sind es 6 Stunden. Es ist nicht so weit, es ist nur eine andere Welt. Es ist noch nicht mal ein anderer Planet, es ist eine andere Welt. Aber eine tolle Welt. Arm, aber mit viel Freude. Cool. Katrin, ich danke dir, dass du es geschafft hast, hier in Berlin in meiner Werkstatt vorbeizukommen. Gibt es denn noch irgendwas, allerletzter Satz, Werkzeug, irgendwas, was man vielleicht doch noch mit runterschicken kann? Ja, Werkzeug und sowas geht auch. Wir haben Container, die kommen. Aber mein letzter Satz soll eigentlich der Jugend gelten. Euch Jugend hier in Berlin. Ich werde sehr oft, ich spreche viel in Schulen und ich werde sehr oft gefragt hinterher von den Kindern, was sollen wir machen? Wir sind jetzt 18, 19 oder wir machen Abi. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen einfach nicht, wohin geht das jetzt hier. Und dann sage ich ihnen immer, tut mir einen Gefallen, einmal in der Woche stellt für eine Stunde nur oder eine halbe euer Handy aus, legt es weg und guckt euch einen Baum an oder guckt euch eine Wolke an und tut gar nichts. Einfach mal. Und das macht ihr eine Woche, 3 Wochen, 4 Wochen und spätestens in der 4. Woche kommt irgend so ein kleiner Gedanke, der euch streift. Und mit dem macht ihr auch nichts, mit dem packt ihr so zur Seite.
Und dann macht ihr das nächste Woche wieder. Und ich verspreche euch, nach spätestens 2 Monaten habt ihr 2 oder 3 Hinweise, die aus euch selbst kommen und die euch zeigen, wo ihr hin wollt. Du selbst, wohin willst du? Du gehst in die Kfz-Geschichte. Wer hätte dir das gesagt? Aber irgendwo kommt sowas her, nur ihr müsst dieses Handy erstmal weglegen und nur euch selbst sehen. Bitte tut es und ihr wisst auch, wo es längst geht. Oder lest dieses Buch. Ja, das auch noch. Danke dir.